Unsere Vision war, Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten für beruflich engagierte Frauen, die sich fachlich oder persönlich weiterbilden wollen. In diesem Seminar ging es zum Ziel. Das ist ganz klar eine Leidenschaft von mir, nicht nur aus dem Sport, aber aus der privaten Erlebniswelt, das zu verbinden. Ich bin hier, weil mich das Thema mit Ziel, Entspannung und Bewegung sehr fasziniert hat. Besonders der Teil mit der Tanja Frieden habe ich super interessant gefunden, weil es spannend war, zu sehen, wie der sportliche Teil eigentlich auch zum beruflichen Leben passt und dort Parallelen findet. Wir kennen meistens als Olympiasieger, aber meine wirkliche Leidenschaft ist heutzutage, Leute zum Erfolg zu bringen. Und zwar nicht mit meinen Zielen, sondern mit ihren Zielen zu arbeiten, Leute in Bewegung zu bringen. Bewegung im Kopf und Körper, das ist mein Motto. BDO ist der Sponsor des heutigen Anlässes. Wir sind stolzer Sponsor, weil wir überzeugt sind, dass die Anlässe sehr gute Sache sind für die Frauen und für die Wirtschaft. Und deshalb sind wir hier an einem Anlass sehr gerne mit dabei. Ich persönlich nehme aus dem Anlass ganz viele spannende Kontakte mit, inspirierende Anregungen und viel neue Energie für unsere Projekte. Ich habe einen sehr anspruchsvollen Job und bin immer froh um so Inseln, die mir erlauben, wieder mal einen Schritt zurück zu machen, mir zu überlegen, was alles wichtig ist für den beruflichen Erfolg, wo aber auch eben Elemente von der Entspannung und von der körperlichen Betätigung dazugehören. Es muss nicht immer, es hat sich super angefühlt, aber das Machen. Manchmal ist es so eine Disziplinfrage, es hat einfach hier auf den Weg, wenn es dort daheim nicht so sprudelnd ist, bleibt trotzdem dran. Es lohnt sich. Von den Feedbacks der Teilnehmerinnen muss ich sagen, ist es ein voller Erfolg gewesen. Und sie hat gesagt, sie kommen nächstes Jahr wieder. Also für uns ein Grund, um wirklich zu sagen, was machen wir wieder, wo ist noch offen.